Willkommen zurück bei Black Mirror 3. Ihr habt mir beim letzten Mal einige Hinweise oder Tipps gegeben, was ich machen könnte. Die Tür dort ist abgeschlossen. Okay, das war einmal eine Sache. Ich soll doch mal versuchen, hier die Tür zu öffnen. Das funktioniert jetzt wahrscheinlich. Seltsam. Keiner der Schlüssel passt. Oh, okay. Gut, dann war es das schon mal nicht. Dann hat noch jemand geschrieben, ich soll noch mal am Gewächshaus gucken. Oh Gott, es ist laut hier. Wobei ich jetzt gar nicht weiß, was soll ich am Gewächshaus gucken? Gewächshaus, hallo? Ach, ich habe ja einen Schlüssel. Komme ich da jetzt rein? Hä? Willkommen im Dschungel. Ich kann da rein. Hier ist die eine Hälfte vertrocknet und die andere vergammelt. Ja, und was bist du? Sowohl vertrocknet als auch vergammelt? Was haben wir denn da? Einen Gartenschlauch. Schläuche haben mir bisher immer Glück gebracht. Warum bin ich hier beim letzten Mal nicht reingegangen? Ich weiß es nicht. Eine Statue. Soll das die weiße Frau sein? Eher nicht. Zu leicht bekleidet. Oh Mann, ich sehe sie schon überall, auch wenn sie es gar nicht ist. Trotzdem schade, dass sie so beschmiert wurde. Ja, dann mach sie doch sauber. Hast du nicht irgendwie einen Lappen oder so dabei? Was ist das eigentlich? Ach so, Bauschaum. Okay, die letzte Aufnahme liegt jetzt wieder ein paar Tage zurück. Das heißt, ich muss... Das ist ein Wassereimer. Ja, das heißt, ich muss erstmal gucken, was ich alles so im Inventar habe. Und der ist kaputt. Gewesen. Naja, vielleicht kann ich ihn für etwas anderes brauchen. Na, super. Sehr ungewöhnlich, einen Teppich in ein Gewächshaus zu legen. Oh, da ist jetzt bestimmt irgendwas Wichtiges drunter. Die Fugen zwischen den Kacheln sind nicht gefüllt. Die Kacheln sind hier nur locker nebeneinander gelegt. Ja, dann heb die doch hoch. Oh, der ist auch ein Vogel. Was ist das denn? Die Kacheln waren hier nur lose draufgelegt. Sie verdecken eine Bodenluke. Ah, kommen wir von hier? Vielleicht irgendwie in den Keller? Also ich meine, wenn wir jetzt ganz... Und wo geht es dahin? Auf jeden Fall weit runter. Sieht aus wie ein alter Brunnenschacht. Und da liegt ein Koffer. Da liegt ein Koffer auf einer Art Mauervorsprung. Wer den da wohl deponiert hat? Okay, wie kommen wir an den Koffer? Ich komme nicht ran. Ja, das habe ich mir fast gedacht, dass du so nicht rankommst. Ach, dieses Inventar. Kaputter Eimer, Gartenschlauch. Können wir hier irgendwie... Nein. Nee, mit einem kaputten Eimer. Rohrschellen, Dose, Bauschaum. Wertvolle Halskette. Können wir die nicht irgendwie auseinandernehmen? Wobei, nee, wir haben ja die Schläuche. Ich guck mal gerade. Ich gehe noch mal eben hier zurück. Ich guck mal, ob hier noch irgendwas ist, was ich jetzt vielleicht übersehen habe. Aber, hoch, da, ein Holzstiel. Ja! Das war wohl mal eine Hake. Jetzt ist es nur noch ein langer Holzstiel. Der untere Teil ist abgebrochen. Aber damit könnte er eventuell durch diesen Griff fassen. So? Der Stock hat zwar die richtige Länge, aber ich kann den Koffer nicht damit nach oben ziehen. Es fehlt noch so etwas wie ein Griff. Es fehlt noch so etwas wie ein Griff. Kaputter Eimer, nee, das ergibt keinen Sinn. Schlauch auch nicht, Rohrschellen nicht. Ja, am ehesten wahrscheinlich... Ja, das hier wahrscheinlich. Wenn der Stiel nicht aus Holz, sondern ein Magnet wäre, dann vielleicht, aber so hält es nicht. Was, wenn der Stiel... Was hat er jetzt gesagt? Wenn der Stiel nicht aus Holz wäre? Aber das funktioniert. Irgendwas ist doch hiermit.
Wenn der Stiel nicht aus Holz, sondern ein Magnet wäre, dann vielleicht, aber... Okay. Was? Ein Magnet? Haben wir zufällig... Ist dieser Sticker irgendwie magnetisch? Haben wir irgendwas... Boah, dieses Inventar, das macht mich so irre, ne? Ach ja, mir hat auch jemand in die Kommentare geschrieben, Mausrad! Das weiß ich auch warum, damit ich mich nicht über das Inventar so aufregen muss. Was? Magnet? Kann er nicht... Das verstehe ich nicht. Er kann doch einfach das da reinstecken. Wer weiß, was alles am Grund dieses Brunnens vermodert. Ja, ja. Karte der Wahrsagerin, Schlüsselbund. Ein gusseisernes M. Das ja, fehlt ja. Diskette, hä? Weißt du, gerade die Aufnahme gestartet und schon wieder... Hä? Was? Ich komme nicht ran. Ja, aber kann er das nicht einfach... Moment. Ah, nee, das wird ja auch nicht funktionieren, wenn wir das hier irgendwie... Nee, daran befestigen oder Eimer und... Ach, ich habe keine Ahnung. Mann! Dann gucke ich halt nochmal hier. So sieht es aus, wenn der Gärtner der Mörder ist. Oder sich, wie Louis, von einer Mörderin einspannen lässt. Ja, okay, die tollen Pflanzen da helfen uns nicht wirklich weiter. Das ist nur die Luke. Eine vertrocknete Pflanze. Hier auf dem Schild steht, es handelt sich um einen Hügelbaldrian. Ja, höchst interessant. Ich glaube, wir müssen irgendwo ein Magnet oder so finden. Black Mirror Castle ist jetzt mein Schloss. Bla, ein Schlossherr mit Schlüsseln. Am besten ich... Ja. Ich habe im Gewächshaus einen Brunnenschacht entdeckt. Unten liegt ein alter Koffer. Ob der Koffer im Brunnen von Victoria ist oder sogar von Louis? Ja, wenn, dann ist er doch am ehesten von dem Gärtner, oder? Vielleicht hat er darin das Geld versteckt, das er von Angelina für seinen Dienst bekommen hat. Könnte aber auch gut sein, dass das gute Stück da unten schon etwas länger liegt. Ich kann auch hiermit nichts ausrichten. Rohrschellen. Damit kann man Rohre befestigen. Ja, kannst du nicht auch... Ach Gott. Ja! Ich wollte gerade sagen, das muss doch... So, ich habe die Rohrschellen am Stiel angebracht. Theoretisch könnte man jetzt noch mehr daran befestigen. Ja, bitte. Dann befestige das M. Hervorragend. Damit habe ich eine Art Enterhaken. Gut, dass ich das jetzt gerade ausprobiert habe. Ich war nämlich kurz davor, das Gewächshaus schon wieder zu verlassen und irgendwo nach, ja, was weiß ich, zu suchen. So... Jetzt bloß nicht ungeschickt anstellen, sonst fällt er vom Sims. Hab ihn! Ja, du hast ihn! Du bist der Beste! Ein schwarzer Plastikkoffer. Mal sehen, was drin ist. Ein 10-Pfund-Schein? Eine Flasche Wein und... Henry, sag ich doch, der Gärtner. Ein Notizbuch. Vielleicht verrät mir das den Besitzer. Henry war doch der Gärtner, ne? Aha. Hier auf der ersten Seite steht Henry Stanton. Was hat dieser Henry denn notiert? Das ist ja interessant. Scheint so eine Art Spitzel gewesen zu sein. Zumindest hat er hier akribisch festgehalten, wann sich welcher Schlossbewohner in der Teestube aufgehalten hat. 15 Uhr. Tea Time beendet. Victoria vergisst wieder, das Pferd zu schließen. 15.15 Uhr. Bates kontrolliert den Verschluss. Notiz: Der Schlüssel ist am alten Dirkham Gordon versteckt. 16 Uhr. Teezimmer leer. Gelegenheit nutzen. 16.30 Uhr. Besuch von Dr. Herman. Aha, es ist also definitiv was. Und so in der Art geht es im Teezimmer. Außerdem ist hier noch eine Zeichnung von einem Pferd. Ja, das trifft sich doch ganz hervorragend. Und Dirkham Gordon, beim alten Dirkham,
Den finden wir höchstwahrscheinlich auf dem Stammbaum. Wir können ja auch hier einfach durch. So, das hier ist das Teezimmer. Das Pferd. Das ist das Pferd, von dem Henry in seinen Aufzeichnungen geschrieben hat. Ja. Das ist das Pferd. Ja, das ist es. Also, Fury, wo ist dein Geheimnis? Oh. Sieben kleine Löcher nebeneinander könnten zur Belüftung dienen, falls da drin irgendeiner von Mortons Kollegen wohnt. Ja. Sieht aber eher so aus, als müsste man da irgendwas reinstecken. Ja, ich bin jetzt auch nicht davon ausgegangen, dass da etwas Lebendiges drin ist, was Luftlöcher braucht. Mhm. Wenn das mal kein Knopf ist. Ja, drück doch mal. Nichts passiert. Wow, wie spannend. So, da sind aber Löcher. Haben wir irgendwas? Vielleicht einen Bleistift? Nein, ich glaube nicht. Okay, der alte Durkheim. Dann gehen wir nochmal eben zum Stammbaum. Ach ja, ich erinnere mich, dass ich den in der letzten Aufnahme, ich weiß nicht, ob letzte oder vorletzte Folge, dass ich mir den angucken wollte und da ging das nicht. Durkheim Gordon. Mal sehen. Ah, hier ist er. Verheiratet mit Lillian Gordon. Ach so, aber wirklich angucken kann ich den nicht, ne? Durkheim Gordon. Mit Lillian Gordon? Wen sollen wir anrufen? Mein Telefon. Ja, dein Telefon. Mein Telefon. Total stolz. Lillian Gordon. Den Namen habe ich noch nie gehört, glaube ich. Wie bringt uns das weiter? Hi Greg. Hey Adrian. Nein. Wir wissen ja, nein, immer noch nicht. Verschlossenes Zimmer. Das eine Zimmer auf dem oberen Korridor ist abgeschlossen. Das von Miss Antolini? Ja. Das hat sie immer abgeschlossen. Hatte wohl Angst, dass wir sie nachts besuchen kommen. Wie kommt es, dass ich als Schlossherr keinen Schlüssel dafür habe? Wahrscheinlich hat sie ihn mitgenommen. Können Sie die Tür für mich öffnen? Wozu? Das Zimmer ist doch schon komplett renoviert. Miss Antolini wird die nächsten Tage sicher nochmal hier auftauchen oder den Schlüssel zurückschicken. Und wenn nicht? Dann kann ich Ihnen die Tür immer noch demolieren. Vielen Dank auch. Ja, ich wollte gerade sagen, ich meine, es ist sein Haus. Sein Schloss, es ist sowieso schon total kaputt. Da macht das jetzt auch nicht viel aus, wenn er die Tür eintritt. So, hier war Victorias Zimmer. Ja, das wird er nicht machen. Hier war... Ach, hier war die Matratze drin, ne? Wo ich erst dachte... Eine Matratze scheint mir doch etwas... Ja, ja, okay. Ist da vielleicht der Durkheim irgendwo drauf? Mal sehen. Oh. Vielleicht ist dieser Durkheim Gordon ja hier dabei. Also, es steht zumindest kein Durkheim Gordon dran. Die einzigen Namen sind Lillian, Garmor und Lothar Gordon. Die restlichen Bilder haben nur Jahreszahlen. Lillian Gordon war Durkhams Frau. Ihr Porträt wurde 1662 gemalt. Hier ist eins von 1659. Das könnte Durkheim sein. Okay. Auf den ersten Blick kann ich nichts erkennen. Auch hinten drauf ist nichts Besonderes. Gemälde? Teil des Rahmens? Das Stück Rahmen hier scheint lose zu sein. Vielleicht ist es beim Transport rausgebrochen. Ganz sicher das Porträt von Durkheim Gordon. Der Rahmen ist angekohlt, aber dem Bild scheint der Brand nichts ausgemacht zu haben. War das jetzt hier so ein Dingen? Ein verkohltes Stück Bilderrahmen. Es stecken zwei Metallstifte drin. Sehr gut. Sehr gut. Das heißt aber, Durkheim Gordon... Ich gehe davon aus, dass wir alle Löcher füllen müssen. Oder halt nur bestimmte. Ich denke nicht, dass... Oh, Mann, dieses...
ganzes Inventar, ne? Ich denke nicht, dass die zwei Metallstifte, die hier dran sind, jetzt ausreichen. Aber ein Versuch ist es wert. Das ist das Pferd, ja, von dem... Ja, das ist das Pferd. So. Ja, das Ding passt. Aber es sind nur zwei Metallstifte und sieben Löcher. Heißt, wir brauchen noch fünf. Ja, eine sehr logische Schlussfolgerung, ich weiß, aber wir haben auch nichts dabei. Metallstifte? Also, hier ist nur die Bibliothek, da ist nur die Küche. Ja, obwohl, vielleicht haben die irgendwas. Solange ich Greg nicht bezahle, will er nicht arbeiten. Okay. Schön, dass wenigstens einer arbeitet. Schön, dass wenigstens... Okay, ich hatte gehofft, dass die... Oh Mensch, ich möchte hier raus. Dass die vielleicht irgendwas aus Metall haben. Lunchbox? Eine Lunchbox. Schätze, die gehört Greg. Ist nur noch eine große Packung Zahnstocher drin. Da hat wohl jemand viele Zahn. Aha. Ich gehe aber direkt mal wieder rein. Das ist mir hier viel zu laut. Und das Ganze funktioniert jetzt also auch mit Zahnstochern. Da bin ich sehr gespannt. So. Die Zahnstocher kann man alle etwa 2 Zentimeter in die Löcher reinschieben. Aber so allein nützt mir das noch nichts. Hä? Wieso nützt dir das nichts? Gucken. Die Zahnstocher passen perfekt rein. Aber du hast das Gefühl, dass es nicht geht. Die Zahnstocher kann man alle etwa 2 Zentimeter in die Löcher reinschieben, aber... So allein nützt mir das nichts. Ja, sollen wir die, weiß ich nicht, festkleben oder so? Was ist das? Ach so. Ein Stück ja, Garten. Ja, wir sollen sie festkleben, oder? Nee. Ich hatte jetzt gehofft, dass wir den Bauschaum, wobei vielleicht können wir den hier reinmachen. Nee, können wir nicht. Gartenschlauch, das ergibt alles wenig Sinn. Zahnstocher, eine ganze Packung. Ja, die Käsehäppchen. Ein verkohltes Stück Bilderrahmen. Es stecken zwei... Zwei Metallstifte. Unten im Keller war ja auch nichts mehr, ne? Da haben wir, glaube ich, alles mitgenommen. Schlüsselbund. Nichts passiert. Was ist denn, wenn wir das hier reinpacken? Ja, das Ding passt. Aber ist... Ach so, er nimmt das direkt wieder raus. Das ist ja doof jetzt. Die Zahnstocher kann man alle etwa 2 Zentimeter in die Löcher reinschieben. So allein nützt dir das nichts. Ich guck mal gerade, ob hier nicht noch irgendwas drin steht. So, ich habe den Sockel mit der Pferdestatue gefunden, aber es geht nicht auf. Ich muss etwas finden, was in diese 7 Löcher passt. Irgendwas, das nicht dicker als ein Zahnstocher ist. Na toll. Na, ganz toll.